Vor etlichen Monaten wurde ja berichtet, dass sämtliche Behörden Arafat Abu Chakas Handy beschlagnahmt haben und dort etliche Informationen zu etlichen Personen etlicherweise gefunden haben. Arafat soll dabei über Jahre hinweg sämtliche Gespräche mit diversen Untergrundgrößen und auch Größen aus seinem Rap-Label aufgezeichnet haben. Auch Shindy war einer der Betroffenen, hieß es in den Berichten. Zwar lieferte Flair bereits eine Erklärung ab, wie es zu diesen Aufnahmen kam, jedoch scheint Shindy selbst nicht viel von den Erklärungen des Maskulin-Chefs zu halten. So gab es auf dem Track EFV auch einen kleinen Seitenhieb an Arafat Abu Chaka und EGJ mit, die recorden da anscheinend nicht nur Songs. Ein halbes Jahr später gibt es nun die Enthüllung vom Spiegel, worum es sich angeblich bei diesen Aufzeichnungen von Shindy gehalten haben soll. Angeblich soll Shindy dabei im Jahr 2018 nach einer Lösung gesucht haben, wie man mit der Ehefrau von Bushido umgehen solle. Man solle, Zitat, Geld in die Hand nehmen, einen Auftragsmörder organisieren, der dann Bushidos Ehefrau umlegen solle. Im letzten Video berichteten wir darüber, dass AK außer Kontrolle einen Post mit Shindy machte und darunter stand dann die Unterschrift Auftragskiller, was schon als so ironische Anmerkung zu diesem Bericht gelten kann. In den Kommentaren wird das dann nochmal deutlicher, da macht Shindy sich nämlich drüber lustig und fragt, hast du einen Auftragskiller? Frage für einen Freund und markiert dabei Lars. Lars meint dann nur, schreib mir eine Idee. Offenbar scheint Shindy diese Gerüchte nicht ernst zu nehmen. Was meint ihr dazu? Ist da was dran? Schreiben zu Meinung unten in die Kommentare. Apropos Shindy EGJ, Bushido hat eine legendäre Instagram-Fragerunde mal wieder gemacht. Wir sind alle sehr froh und dankbar. Es ist wie ein Segen. Diesmal ist nicht Flair das Opfer der Fragerunde, sondern vor allem Samra. In einer Frage, wo ein Fan auf Samras Loyalität anspricht, antwortet Bushido nämlich mit einem sehr direkten Diss. Er meint, dass Samra von seinem Geschlechtsteil auf Kapis Geschlechtsteil gesprungen wäre. Ob in Form von Stabhochsprung oder Weitsprung ist noch nicht bekannt. Für die Zeit nach CCN4 kündigt er eine Beerdigung an. Zu dem Shindy klar, worüber wir eben berichtet haben, meint er nur, dass Shindy sich für das schämen sollte, was da aufgenommen wurde. Eure Meinung zu dem Ganzen gerne unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.